Moin, herzlich willkommen zurück hier zur Freitagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map in der Version 2.1 ohne Gräben. Wir sind dabei und bereiten die nächste große Ernte vor. Wir werden Weizen im Überfluss haben nach dieser Ernte. Es wird unfassbar sein, wie viel Weizen wir haben werden, wenn wir hier fertig sind. Und weil wir allein Feld 45 voll Weizen haben und wir haben noch ganz viele andere Felder mit Weizen. Und ja. Wisst ihr was? Den hier möchte ich eigentlich verkaufen. Der gefällt mir eigentlich überhaupt nicht mehr. Den verticken wir jetzt. Der ist zwar schnell, aber der hat irgendwie keine Leistung. Und ja, der kommt jetzt weg. So, da steht er. Verkaufen, weil wir haben ja auch schon wieder Fahrzeuge gekauft. Auch noch konfigurieren. Aha, okay. So, jetzt haben wir wieder 150.000 mehr. Damit haben wir schon wieder fast unsere beiden Überladewagen hier bezahlt. Sehr cool. Hier stehen noch unsere beiden MANs. Follow me. Haben wir drei Stück von denen hier. Mit denen werden wir jetzt gleich mal, also mit einem davon, werden wir den Kurs einfahren, um von Feld 45 zum Hofsilo zu fahren. So, was ist mit dem anderen? Warum kommt der nicht hinterher? Ist ja nicht direkt dahinter. Ach man, nerv. Nerv, nerv. So, wo haben wir unsere Gespanne stehen? Ich glaube hier, ne? Ja. So. Dem könnte ich ja eigentlich schon mal einen Kurs einfahren. So, und zeitgleich ist auch unser Dingens da fertig. Gleich erstmal gucken, wie ich denn am besten den Kurs einfahre, damit die sich auch nicht so viel in die Quere kommen. Weil das ist da oben ja dann zum Wenden doch relativ schlecht.
das ist ja schon auch eine ganz schön weite Strecke, die die hier zurücklegen müssen. So, auf jeden Fall ist das Feld fertig gedüngt. Das ist schon mal gut. Brauchen wir nur noch warten, bis die Wachstumsstufe am Ende ist, damit wir auch maximalen Ertrag daraus holen. Und nein, ich werde keine Strohablage einschalten, weil da werde ich ja bescheuert bei. Kann ich denn hier am besten mit dem Truck wenden? Und wo? Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das am besten anstelle. So, weil viel Platz ist hier ja nicht, um hier mit einem Truck wirklich vernünftig zu wenden. Das will ich jetzt erstmal ausprobieren. Ich zeichne jetzt erstmal hier so einen Mini-Kurs auf, um überhaupt erstmal zu gucken, der hier wenden kann. Vernünftig. Wenn er jetzt bis hierhin fährt, würde dann sagen, er soll hier wenden. Dann hier zurückfahren. Und dann hier stehen bleiben. Das würde ich jetzt ja gerne mal wissen. Er fährt. Das bringt mir auch nichts, wenn dann das Wenden hier nicht funktioniert und ich jetzt so einen Mega-Kurs einfahre. Das funktioniert. So, jetzt mal davon ausgegangen, dass das hier die Startposition sein wird. Zeichnen wir mal einen Kurs auf und geben uns dabei ein bisschen Mühe. Hier könnte es natürlich zu einer Engstelle kommen. Das ist klar. Aber dann ist dem so. Dann kann ich das jetzt auch nicht verhindern. Habe ich schon gesagt, heute Abend Livestream? Ja, ne? Habe ich schon gesagt. Oder? Habe ich noch nicht gesagt? Weiß ich nicht. Heute Abend Livestream, morgen Abend Livestream. Wenn heute Abend meine Mod-Pakete ohne Fehler durchlaufen, ohne Log-Einträge, dann kommen die morgen, also lade ich die morgen hoch.
könnt ihr die runterziehen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe oder nicht. Falls ja, vergebt mir, ich werde auch nicht jünger. Ist ein weiter Weg, ich weiß. Aber den müssen wir jetzt einmal einfahren. Da steht noch unser anderer LKW. Warum das hier so komisch ruckelt immer, ey. Unglaublich. Ich werde ja auch mehr als 1 Million Liter Weizen sicherlich hier machen. Aber jetzt muss ich erstmal eben gucken, wie ich denn fahre. Dem fahren wir dann nämlich oben rum, dass wir uns möglichst wenig begegnen. Damit es da dann keine Probleme gibt bei der Ernte. Ja, ich weiß, ich bin weit weg von meiner Idee, Cosplay-Kurse zu optimieren und alles. Ich weiß. Ja, das dauert alles ein bisschen. Mit dem Einfahren hier. So, und hier ist dann die einzige wirkliche Engstelle, wo es dann zu Problemen kommen könnte, wenn die sich gerade zufällig hier begegnen. Was aber hoffentlich nicht passiert. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob wir denn mit einem oder mit zwei. Mit zwei oder mit drei von den Gespannen hier fahren. Kann ich noch nicht sagen. Das schaue ich dann nochmal. So. Was jetzt so klug war, sei mal dahingestellt. Was ich hier jetzt mache. Speichern, nicht löschen. So. 45 ULW Hof Silo. Was war das noch? Beladung am Startpunkt. War das? Weizen unbegrenzt. Fahrer einstellen. Steht er da. Da ist die Zeit auch schon vorbei. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann
Wisst ihr, Kommentar, Like, Abo, kommt auch bei Facebook oder auf meiner Homepage vorbei. Heute Abend Livestream, letzter Test von dem Transportpack und von dem Zwischenlager. Und wenn das alles fehlerfrei läuft, dann lade ich das morgen hoch. Und dann könnt ihr das irgendwie Montag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung, wie schnell das dann geht, runterladen. Ja, in diesem Sinne sage ich dann erstmal ciao.